Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Guild Wars 2. Ja, wir haben hier den Speer, der scheint wohl unser heutiges erstes Ziel zu sein, den wir ansprechen. Und der wird uns vermutlich verraten, was wir wohl so als nächstes anstellen können hier. In der Ackwildnis werden recht interessante Forschungsarbeiten durchgeführt. Dr. Blind, wie er genannt werden will, hat ein Getränk aus Schleimen destilliert. Sehr zum Verdruss der örtlichen Friedensstifter. Vor allem Huda nimmt Blinds verdächtige Praktiken unter die Lupe. Und Pana rekonstruiert ein Portal, von dem sie glaubt, dass es Zugang zu einer alten Transferkammer gewähren wird. Das wäre was. Okay. Das heißt, die beiden Herzchen-Quests, die werden wir jetzt gleich mal ansteuern. Okay, helft Huda, das Ökosystem trotz der Forschung von Dr. Blind aufrechtzuerhalten. Na gut, machen wir. Machen wir uns einfach mal auf den Weg dorthin und gucken mal, wie genau denn das funktionieren soll. Jetzt haben wir den Funkenschwärmer angehittet und sind dann durch kurz Infight. Toll. So, wieder langsam, wie nochmal was. Mann. Besiegt Schleime, zerstört Schleimbehälter und helft der... Was? Und helft den Demonstranten. Das ist also so ein Schleimbehälter. Okay. Ja. Machen wir mal kaputt hier. Beziehungsweise, lass ich mal hier mal kurz... Ach, da ist auch ein Schleim dabei. Ja, dann können wir da erstmal den Schleim hier noch kurz erledigen. Und meine Katze Mounts. Sehr gut. Dschungelbombe machen wir auch noch kurz fertig. Ja, da will jetzt raus. Toll. Ausgerechnet jetzt, wo ich die Aufnahme gestartet habe. Das war ja so klar. Jetzt muss er warten. Das hilft mir. So, da ist ein Schleim. Oh, warte. Ist das ein Schleimbehälter? Ist auch ein Schleim rausgekommen? Da. Ein gelber Schleim. Der blockt erstmal. Aussaugen. Oh, nice. So. Dann können wir hier den Schleimbehälter noch kaputt machen. Später Schreck hilft auch ein bisschen mit. Sehr schön. Versperrt. Wahnsinn. So, und jetzt. Ja, wie versperrt? Na, ein Schleim, wenn er da drin sitzt, kann ich da aber nicht viel machen. Okay, das heißt, wir setzen da einfach dann immer unseren Brunnen drauf. Das passt dann schon. Helft den Demonstranten. Dr. Blinds Lager entdeckt. Alles klar. Was haben wir denn? Ach da, der Schleim hier. Jetzt sagen, was hat uns denn da jetzt angehittet? Und weg mit dir. Sehr schön. Ist auch noch ein Schleim. Ups. Aber Demonstranten. Ach, das glaube ich sind da unten welche, ne? Die da so mit Schildern immer vor diesen anderen Schleimen stehen. So, aber erst noch kurz den hier weg. So. Hier unten, die da sind das. Nee, das sind verzauberte Schleime. Dazwischen sind normale Schleime. Ich habe keine Ahnung, wer hier ein Demonstrant ist. Aber komm, wir machen jetzt einfach die Schleimbehälter hier kaputt. Das passt dann schon. Das hilft auch. Wir müssen ja nicht alles für ihn machen, ne? Ein chronomantischer Schleim. Was ist an dem so anders? Keimlassen Schimmer. Verängstigter Rebell. Hallo? Können aber mit denen nichts machen. Keine Ahnung, was wir machen können, um denen da zu helfen, aber auf alle Fälle, das hier können wir. Wie wir den anderen helfen, ich habe keine Ahnung. So, hier, damit die nicht wieder, ne, wisst ihr Bescheid, weil Brunnen ist doch, denke ich, eine bessere Wahl, wenn er sonst immer versperrt da steht, wenn wir mit der Axt angreifen. Bringt der Dschungelwurm auch was? Nee, Dschungelwurm bringt nichts, okay. Hier unten ist noch ein Schleim. Einmal aussaugen, bitte. Joa. Hier ist noch ein Schleim. Ja. Und wenn er halt hier so einen Schlüssel findet, das ist so ein Kristall, dann solltet ihr aufpassen, weil dann kann man hier für Olas Labor verwenden. Da gibt es einen Ort, der heißt halt Olas Labor und da braucht ihr einen summenden Kristall. Da müsst ihr mal aufpassen. Den könnt ihr nämlich mittlerweile nämlich verkaufen. Im Handelsposten. Wenn ihr das denn wollt. Kann ich euch gerne mal zeigen, falls wir einen geblockt bekommen. Joa. Und wenn wir an dem Labor vorbeikommen, sowieso. Was, das ist Rudas Protest... Was ist euer Problem? Das ist irgendwie so eine Proteststation. Aha. Ich habe kein Problem. Keine Sorge. So, hier... Schleimbehälter noch kurz. Und da jetzt kommen volle Lotte drauf. Nice. Schleim auch noch. Das war jetzt voll der Overkill. Und wir haben Level abbekommen. Sehr schön.
Aber als erstes gucken wir mal, was wir für die Mission gekriegt haben. Wir wissen, eure Anstrengungen sehr zu schätzen, Sarazina Trial. Im Unterschied zu Blind versteht ihr die Ordnung und das Regelwerk für die Schleimtests und haltet euch daran. Mit ein paar mehr vernünftigen Köpfen wie euch an meiner Seite könnte es mir eines Tages glatt gelingen, Blinds Forschungen zu stoppen. Okay, was verkaufst du? Wahrscheinlich wieder mal nichts, was wir irgendwie gebrauchen können. Einen Dolch und ein Accessoire, naja. Ist jetzt nichts, was wir brauchen, aber hey. Oh, wir können uns hier was aussuchen. Überlegene Rune des Schwarms. Was? 15 Chance bei erlittenen Treffer einen Vogel herbeizurufen, der den angreifenden Gegner attackiert. Wenn der herbeigerufene Vogel einen Gegner trifft, fügt er zusätzliche Blindheit hinzu. Okay. Da die das Grenz mit Zustandsschaden Kühledauer und der Lisser mit Präzi und Zustandsdauer. Ich würde die jetzt einfach mal gerne nehmen. Ich würde die halt gerne irgendwann mal versuchen. Das Problem ist, wir haben kein anderes Rüstungsteil, wo die drauf wäre. Weil ich hätte halt wirklich mal ganz gerne geguckt, was passiert, wenn man die benutzt. Aber naja, ich wende die jetzt einfach irgendwo an. Nee, können wir nicht. Stufe 60. Das heißt, wir bräuchten ein Teil, das Stufe 60 ist, ne? Das hier ist Stufe 60. So, einfach mal drauf. Egal. Schade, dass wir kein zweites haben. Wäre sicherlich witzig zu gucken, was passiert. Okay. Da oben ist ein Feld, das man abernten könnte mit Kartoffeln. Weiß nicht, ob Kartoffeln was wert sind. Wir könnten mal ernten gehen und mal gucken. Ich weiß es nämlich nicht, ob die was bringen. Ich meine, es gab mal eine Zeit, wo Kartoffeln was wert waren. Aber ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Ich habe das nämlich vor kurzem mal gehört. Dass es da mal wohl eine Zeit gab, wo die mal was wert gewesen sind. Du hast keine Sammelwerkzeuge ausgerüstet. Wir haben keine Sammelwerkzeuge mehr. Oh. Aber ich habe... Nee, bei ihm kann man aber auch sowas nicht kaufen. Er hat 2 Silber. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber wir haben keine Sammelwerkzeuge mehr. Schlecht. Haben wir hier in der Nähe einen normalen Kaufmann? Nein, natürlich nicht. Schade. Naja, wir müssen jetzt aber auch keine Kartoffeln abernten. Aber 2 Silber ist halt echt nicht schlecht. Weil wir könnten einfach kurz uns dahin porten. Oder Gildenhalle wäre natürlich auch gegangen. Und holen uns dort einfach kurz Abbauwerkzeuge. Weil jetzt nicht nur wegen den Kartoffeln generell. Ist ja blöd, wenn die uns ausgehen. Brauchen wir ja irgendwann wieder. Wäre ja auch doof. Mal durch die Gegend streifen. Und können nichts abernten. Also machen wir das schnell. Das ist natürlich das vielleicht nicht das Schnellste, weil Herzernebel lädt natürlich relativ lange, wie wir gerade sehen. Aber es ist insofern die gemütlichere Sache, weil wir dafür nicht extra lang rumrennen müssen, sondern wir können halt sofort wieder dahin zurück, wo wir aufgehört haben. Ach, das ist eh Stufe 60. Sehr gut. Und dann gehen wir hier wieder auf Verlassen. Und dann landen wir nämlich genau dort, wo wir uns weggeportet haben. Das ist ganz praktisch, wenn ihr beispielsweise jemanden in einem Jumping-Puzzle abstellt oder so. Dann könnt ihr so die Sachen auch auf die Bank bringen. Allerdings könnt ihr diese Sachen nicht im... das ist Mithril, dann können wir das ja wegschmeißen. Ihr könnt diese Sachen allerdings nicht anlegen im PvP. Das heißt, ihr müsst rausgehen. Also da nicht wundern, im PvP ist es euch nicht möglich, das anzulegen. So. Jetzt hier schön alle Kartoffeln einsammeln. Jetzt bekommen wir überall 2. Na, doch nicht überall. Aber das eine hier können wir öfter abernten. So. Gar nicht gewusst, dass Kartoffeln doch tatsächlich echt ein bisschen was wert sind. Für was braucht man denn die, dass die ernsthaft was wert sind? Und nicht nur ein paar Kupfer, sondern tatsächlich 2 Silber. Jetzt 15, das sind jetzt 30 Silber. Über 30. Für einmal so ein Kartoffelfeld abernten. Das ist gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Okay, wir nehmen uns hier die Wegmarke mit. Blaubeerbusch. Nehmen wir auch mit. Komm, abernten, zack. Wenn wir schon da sind. Hier liegt ein Portalstück herum. Hier liegen mehrere Portalstücke herum. Unterstützt Parnas Erforschungen der alten Transferkammer. Findet Portalstücke, erschlagt bösartige Wildtiere und besiegt die Skrit, die Parma stören. Okay, das heißt, wir müssen diese Portalstücke tatsächlich auch einsammeln.
Aber es ist nichts, was wir irgendwie sofort hintragen müssen, sondern im Inventar sammeln. Das ist gut. Jetzt nehmen wir uns hier mal den Eco-Schuss wegen noch mit. Für den laufen wir jetzt nicht extra zurück. Aber hey, den hier nehmen wir gleich noch mit. Ja, ich meine, ist so ein Matz. Wobei, wartet ganz kurz, stimmt ja. Wir haben auch ja ein paar Heldenpunkte bekommen. Das heißt, wir könnten theoretisch hier jetzt gleich nochmal weiter reinskillen. Wo ist jetzt relativ egal. Wir haben eh momentan, dürfen wir eh keinen zweiten Baum, keinen dritten Baum verwenden. Das ist ja jetzt so lange erstmal egal. Das Portalstück hier noch. Sag mal, was geht denn mit euch? Das gehört sicherlich zu den wilden Tieren, die wir erschlagen sollen. Ja, die zählen nämlich auch. Sehr gut. Hier ist ein Portalstück. Das sind überall Portalstücke. Hier sind sehr viele Portalstücke. Ja gut, nehmen wir die doch einfach alle mit. Mal gucken, wie viel Fortschritt die uns geben, wenn wir die abgeben. Nur eines. Der Sumpflimwurm hat auch ein Problem mit uns. Was geht denn ab mit euch? Schlimm. Die haben alle irgendwie ein Problem mit uns. Mann. Das Leben ist zerbrechlich. Da. Wir haben auch noch ein Portalstück. Dann können wir die gleich mal abgeben. Mal gucken, wie viel die uns bringen. Vorher sammeln wir die beiden hier noch ein. Und ansonsten drehen wir oben noch eine Runde lang. Weil von der Seite hat man schon gesehen, dass da oben wohl auch Portalstücke zu sein scheinen. Was hast du denn mit deinem Portal angestellt, dass es das wirklich überall hin zerfetzt hat? Da ist noch ein Squid, der will auch noch sterben. Oh, da hat tatsächlich kurzzeitig ein bisschen mehr ausgehalten. Da ist nochmal ein Squid. Spawnen hier also. Okay. So. Na schön. Bin schon unterwegs. Einheit in Betrieb. Was macht ihr da draußen? Ich habe einige Teile des Tores. Oh. Das ging schnell. Sehr schön. Ausgezeichnete Arbeit, Sadazina Trine. Ich kann euch gar nicht genug danken. Solltet ihr mich wieder einmal suchen, haltet nach meinem COM-322 Ergolem Ausschau. Das Leben ist zerbrochen. Hilfe ist stets willkommen. Diese Nachricht wurde von meinem COM-322R verschickt. Alles klar. Und was... Warte mal. Lass hören. Was habt ihr anzubieten? So. Einen Harmonisierer-Kristall, eine Pistole und einen Streitkolben. Alles nichts, was wir brauchen. Aber ich habe schon gesehen, hier war irgendwo ein Aussichtspunkt, nicht wahr? Da oben. Wie kommen wir da jetzt hoch? Mal gucken. Vielleicht von hier aus. Mal schauen, wie wir da hochkommen. Den Aussichtspunkt würde ich ganz gerne gleich mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier ist. Wobei, hier sieht es nach einer Höhle aus. Dann werden wir wohl von der Höhle aus da hochkommen. Es sind jede Menge Squid. Ich bin schnell wie der Wind. Können wir alle versuchen, hier einmal anzuhauen. Und runterklatschen. Ah, schön. Spröde Knochen geben die. Naja, das ist jetzt nichts, was wir unbedingt haben müssen. Das sind zwei Kupfer zum Verkauf, aber... Nichts, was wir brauchen. Gehen wir denn lang? Hier lang? Hier bringt es uns raus. Ach, hier kommen wir raus. Verstehe. Ja, aber das ist nicht da, wo ich hin will. Das ist nicht das, wo ich hin will. Ich würde gerne erstmal den Aussichtspunkt holen. Ah, da ist er. Das ist erfrischend. Sind so viele Gegner immer wieder, ne? So. Ja, auch noch ein Squid. Alle töten, alle töten. So, sehr schön. Und den Aussichtspunkt angucken. Ahoi! Und da ein Squid, der uns da angreifen will. Das ist Portal von dem Typi. Ein Wasserfall. Ja, es hat auch alles so schön vertont. Ne? Hat letztens erst einer so ein Video gemacht. Ich glaube, es war ein Video mit den schönsten Orten, die man so findet in Tyria. Wo er halt auch gezeigt hat, dass halt eben das auch alles so unheimlich schön vertont ist. Und das stimmt, das ist es in der Tat. Das ist alles sehr, sehr gut gemacht und umgesetzt. Es ist schon ein tolles MMO.
auch ein sehr detailreiches MMO, gerade wenn man das mal so ein bisschen vergleicht mit anderen MMOs. Das ist schon schön. So, unterstützt PR und T-Esoterik bei der Schleimforschung. Besorgt euch eine farbige Schlüsselkarte von Tucker, dem chronomantierten Blumen, dann chronomantiert Blume mit dem Beobachtungstürm und besiegt ihre Schleime. Genau, wir gehen also jetzt hier hin zu der Tante und dann sagt man, was kann ich tun, um zu helfen? Ja, erzeugt Schleime, indem ihr eure Schlüsselkarte bei einem der Blumenbeobachtungstürme durchzieht. Okay, wie fange ich das an? Naja, nehmt eine Schlüsselkarte und so weiter. Jetzt dürfen wir uns eine Frage aussuchen. Wir nehmen eine Farbe, meine ich natürlich. Wir nehmen mal die blaue. Ja, ich habe jetzt nicht 100% genau das jetzt durchgelesen, was sie sagt. Kann ich natürlich beim nächsten Mal gerne machen, dass ich mir wirklich alles zu 100% durchlese. Aber so funktioniert das halt. Wir ziehen hier diese Schlüsselkarte durch und dann töten wir hier einen Schleim. Allerdings können wir halt nur die blaue auch wirklich da durchziehen, wo ein blauer Beobachtungsturm ist. Und das bringt uns natürlich nichts. Wir können die jetzt nicht bei einem gelben Beobachtungsturm durchziehen. Das wird uns nicht klappen. Hier hinten haben wir noch einen blauen Beobachtungsturm. Ist auch eine sehr schnelle, wie ich finde. Und ich meine aber, dass die Karte nicht ewig hält. Also es kann passieren, dass man plötzlich eine neue Karte braucht. Gelber, da ist noch ein blauer. Zack. Siehst du? Blaue Schlüsselkarte erforderlich. Also sie scheint wohl nur dreimal zu gehen, wie es scheint. Weiß auch nicht warum. Die hat wohl einen Verschleiß. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum das nicht funktioniert. So. Holen wir uns eine neue. Hier gleich vorne wäre grün. Also nehmen wir uns eine grüne Schlüsselkarte mit. So, wie fange ich das an? Nehmt eine Schlüsselkarte, findet einen Turm, platziert eure Schlüsselkarte auf dem Turm und dann beobachtet. Wir haben eure Geschütztürme, unsere Geschütztürme so gebaut, dass die Blumen in Imitationen von Schleimarius, bla bla bla, verwandeln. Grün haben wir gesagt, nehmen wir jetzt. Zack. Und Schleimi töten. Hat ein bisschen mehr ausgehalten. Was ist da los? Was neues Event in der Nähe? Oh, was ist denn da los? Eine Schleimprojektion. Na gut. Oh, das war falsch. Ich wollte diese Fertigkeit drücken, nicht V. Weiß nicht, warum ich V gedrückt habe. Das war Quatsch jetzt. Chuck. Oh, oh. Okay, da sind jetzt einige kleine rausgekommen. Töten! 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 Da noch töten. Da noch töten. Sehr schön. Oh. Da ist wieder diese Schleimprojektion. Oh, töten! Oh, wieder unverwundbar. Jetzt kommt er wieder mit Minischleim. War ja klar. Ja. Einfach alles töten. Einfach alles töten. Voll OP jetzt hier mit dem Licht reinzufetzen, ne? Zumal der ja eh nichts auswählt. Na, wir sind im Startgebiet. Was wollen wir? Ich finde das nett, wie diese Klauen von der Axt skalieren, je nach Gegnergröße. Das finde ich immer total unterhaltsam. Und das Schöne ist, wie ihr gerade seht, unser Balken hier geht richtig schön nach oben. Das heißt, dadurch können wir die Mission auch nochmal um einiges schneller fertig machen. Und fertig ist das Herzchen. So. Ich gehe jetzt hier schön die Mission ab. Meine Crew hat sich bisweilen als ziemlich unfähig erwiesen, aber ihr habt euch keinen Fehltritt erlaubt. Wir werden euch vermissen. Bitte kommt mal wieder und besucht uns. Wir würden wirklich gerne wieder mit euch zusammenarbeiten. Alles klar, das hört man gerne. Hast du denn noch irgendwas Spezielles für mich zu verkaufen, was interessant sein könnte? Schleimtopf. Ich kaufe ihn mal. Nein, er gehört nicht zur Sammlung. Okay. Ein Gewehr, irgendwelche Stiefel, irgendwelche Schuhe. Ja gut, alles relativ uninteressant erstmal. Also nichts, was wir jetzt irgendwie brauchen würden. Dann können wir eigentlich noch ganz kurz Inventar aufräumen. Hier hätten wir noch eine Truhe mit Schwarzlöwenwaren. Da war noch mein Handelsposten-Express drin, alles klar. Ist auch noch mal ein bisschen was. Das ist eigentlich alles irrelevant. Das heißt, das zerlegen wir noch ganz kurz. Räumen wir das alles schön brav auf.
Und dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Ja, wir werden beim nächsten Mal schön weiter erforschen und gucken, was wir da alles entdecken und finden und so weiter und so fort. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.